Ein E36 ist immer wieder auch eine Traumwaffe. Du guckst auf das Auto drauf und E36 mit einem V8-Motor ist ja wirklich echt der Killer. Echt der Killer. Ha! JP denkt, es ist beeindruckend, einen V8 in einen E36 einzubauen. Nun, ist das eigentlich auch. Aber er war bei weitem nicht der Erste. Denn Alpina hat das Ganze schon in den 90er Jahren gemacht. Ich bin Jochen Binder und ich bin auf der Suche nach dem perfekten Auto. Ich bin hier mit dem Auto, das JP unwissentlich oder wissentlich kopiert hat, aber ungefähr 10-mal besser wie sein Auto. Ein perfektes Exemplar eines ganz besonderen E36. Der Alpina B8. Alpina hat seit 1963 Autos der Marke BMW veredelt und verbessert. Seit 1983 eine eigene Marke, baut Alpina in ihrem Firmensitz in Buchlohe in Partnerschaft mit BMW die schnellsten, begehrtesten und beeindruckendsten Versionen der existierenden BMW-Modelle. Der B7 Turbo, seinerzeit die schnellste Limousine der Welt. Der B10 Biturbo. Bei seiner Markteinführung schnellster deutscher Serien-PKW, erst übertroffen vom 911er Turbo 6 Jahre später. Und letztlich der B8, gebaut zum 30. Jubiläum von Alpina. Ein E36 mit einem V8-Motor. Ein 4,6 Liter V8, um genau zu sein. Mit mehr Leistung als jeder damalige Serien-M3 oder JPs billige Kopie. 333 PS. 470 Newtonmeter Drehmoment. Zumindest offiziell. Eigentlich hatten alle Alpinas mehr Leistung als auf ihren Datenblättern stand. Den V8 hier reinzukriegen war gar nicht so einfach. Angeblich sollen Burkhard Bovensieben, der Gründer von Alpina, und der BMW-Entwicklungschef Wolfgang Reitzle um einen Kasten Alpina-Wein gewettet haben, dass Alpina einen V8 in den E36 kriegt. Reitzle meinte, nein, das geht nicht, das hätten wir auch schon probiert. Der Motorraum musste an 42 verschiedenen Stellen geändert werden, damit der große V8 überhaupt reinpasst. Er musste von oben wie ein amerikanischer V8 reingehoben werden und aus Platzgründen musste sogar die Dämmschutzmatte entfernt werden. Sicherlich war das Gewicht höher wegen diesem großen, bulligen V8-Motor vorne drin, oder? Nun eher nicht. Denn der Aluminium-V8-Block wog ungefähr genau dasselbe wie der Grauguss-Block rein Sechszylinder. Und das alles in einem Auto, das abgesehen von den Alpina-Streifen und den Alpina-Anbauteilen sehr unscheinbar aussieht. Jemand, der sich nicht so mit Alpinas auskennt, könnte ihn schnell mit einem normalen 320i verwechseln. Aber das macht doch den Charme aus, oder? Klar, eine schöne Form und zeitloses Design, aber niemand erwartet die rohe Power unter der Haube. Ein echter Wolf im Schafspelz. Genug geschwafelt, ab auf die Straße. Das erste, was einem auffällt, ist die Performance. 0 auf 100 in 5,6 Sekunden und ein Topspeed von fast 300 km/h. Das ist schneller als der damalige 911er Carrera. Damit kann man sicher auch ein paar moderne Sportwagen ärgern. Im Gegensatz zu denen ist die Leistungsentfaltung eine völlig andere. Den M3 muss man bis in höhere Drehzahlen scheuchen, um irgendeine Beschleunigung zu kriegen. Bei dem hier ist es anscheinend völlig egal. Schaut, wie ich jetzt hier im sechsten Gang bei 800 Touren aus dem Ort raus auf 100 beschleunige. 60
70, 80, 90. Völlig problemlos. Und dabei eine ganz andere Geräuschkulisse, die hier niemand erwarten würde. Dessen Getränk von einem Jugendlichen in einer Bar auf seinen Lieblingsanzug geschüttet wurde. Du willst dich mit mir anlegen? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Dazu ausgelegt, so sportlich wie möglich durch jede Kurve zu kommen, aber gleichzeitig bequem genug zu sein, um jede Straßenunebenheit zu absorbieren. Es ist straff, aber nicht unkomfortabel. In absolut jedem Aspekt sieht man die Optimierung bis ins kleinste Detail dank Alpinas Handarbeit. Ich meine, schaut euch diesen Innenraum an. Die Sitze, die Türverkleidungen, das Lenkrad, alles handgemacht in Alpinas eigener Manufaktur. Und mit diesem Holz sieht das Auto echt edel aus. Und da macht es auch gar nichts, dass er keine Ledersitze hat. Diese ganze Exklusivität hat allerdings ein paar Haken. Erstens, von dem Auto wurden insgesamt nur 221 Stück, 93 davon als Limousine gebaut, was ihn zum seltensten E36 aller Zeiten macht. Zweitens, der Neupreis des B8 betrug 1995 122.000 D-Mark, was ungefähr so viel war wie der damalige 911er Carrera und satte 35.000 D-Mark teurer als der damalige M3. Heute ist der B8 gesucht wie nie. Gute Exemplare als Limousine oder als Coupé werden ab 50.000 Euro kosten. Cabrios kosten deutlich mehr. Aber dafür kriegt man Höchstleistungen. Geschmeidige, komfortbetonte, uneingeschränkte Höchstleistungen. Auf jeden Fall ein besseres Auto wie JPs billig zusammengeschustertes Showcar. Ich meine, der hatte eine 316i Serienbremse in einem Auto mit einem V8 drin. Da lache ich mich ja tot. Und ich meine, er hat das Auto so tief gelegt, dass er über keine einzige Bodenwelle drüber fahren konnte. Bei so viel Positivem, was ich über das Auto gesagt habe, wird die Verteilung der Punkte in meinen 10 Kategorien sicher interessant. Nun, wenn man alle Punkte aus allen Kategorien zusammenzählt, erreicht das Auto 69 Punkte. Damit ist er weit vor den zwei anderen Autos, die ich bisher getestet habe, und ein echter Anwärter auf den Titel das perfekte Auto. Ich meine, die schlechteste Punktzahl in einer Kategorie waren 5. Und das ist besser als durchschnittlich. Also auf jeden Fall ein geniales Auto. Ich möchte diese Episode mit einem ganz speziellen Zitat von Alpina-Gründer Burkhard Bovensiem beenden. Wir bauen besondere Automobile für einen Kreis von Kennern, die Feingeschmack und Sinn für Exklusivität besitzen und zur Entfaltung ihres Lebensstils keine exhibitionistischen Karosserien benötigen. Finde ich ein perfektes Zitat für Alpina, ein perfektes Zitat für den B8 speziell und wahrscheinlich die Definition des perfekten Sleepers. Bis zum nächsten Mal bei der Suche nach dem perfekten Auto. Ciao.